Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Meine ursprünglich geplante Bahnverbindung hat mich leider im Stich gelassen. Die nächstpassende habe ich mir dann in der App der Bahn, der DB, herausgesucht. Der Taxifahrer hat alleine gefunden, in der Stadt oder auf dem Land. Macht das heute keiner mehr, die fahren die Profis alle mit Navi oder gleich mit Google Maps. Google Maps hilft uns auch zu Fuß durch unbekannte Städte. Man erkennt die Leute dann daran, dass sie mit gesenktem, aufs Smartphone gesenktem Blick gegen die Laterne laufen. Aber Spaß beiseite, wann haben Sie zuletzt einen Brief geschrieben? Na gut, mit der Behörde vielleicht, aber privat, im Ehrenamt, in der Arbeit. Da kommunizieren wir doch heutzutage per E-Mail, wir schreiben Direktnachrichten in sozialen Netzwerken, bei Twitter zum Beispiel, manche sind da auch erreichbar, oder über Messenger-Apps wie WhatsApp oder wer es lieber verschlüsselt mag, bei Trima, da könnte man mich zum Beispiel erreichen. Ein Vortrag für heute habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitern entworfen während einer dienstlichen USA-Reise, deswegen bin ich auch noch leicht gejetlaggt, in einem gemeinsamen Dokument in unserer Cloud. Und wenn zu Hause der Mülleimer rausgestellt werden muss, dann bekomme ich von meinem Abfallwirtschaftsbetrieb, von der App dieses Abfallwirtschaftsbetriebs, eine Meldung, eine Erinnerung, stellt ein Mülleimer raus. Manche steuern schon ihre Heizung von unterwegs. Was ich sagen will, die Digitalisierung ist längst mitten in unserem Leben angekommen. Wir leben und arbeiten in einer digitalisierten Welt und dieser Wandel unserer Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Gesellschaft schreitet rasant voran. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann und zu Ihnen und mit Ihnen darüber sprechen, wie wir es hinbekommen wollen, dass auch alle Menschen selbstbestimmt und mit Zuversicht an dieser Digitalisierung teilhaben können. Welche Kompetenzen brauchen wir dafür? Was bedeutet dieser digitale Wandel eigentlich fürs Lehren und fürs Lernen? Was für unser Bildungssystem? Welche Antworten kann die digitale Bildung, und da habe ich jetzt gedanklich so ein Hashtag davor gesetzt, auf andere Herausforderungen im Bildungssystem haben? All diese Dinge möchte ich heute und hier mit Ihnen beleuchten und ich hoffe, dass wir auch noch ins Gespräch kommen und ich hoffe, dass ich damit ein bisschen Mut und Zuversicht verbreiten kann für das, was da vor uns liegt. Denn das ist mir als Berichterstatterin, das ist die korrekte Bezeichnung, die Berichterstatterin für digitale Bildung der SPD-Fraktion im Bundestag, eine Herzensangelegenheit. Das Thema treibt mich um, ein paar andere habe ich auch noch mit auf dem Schirm, wie zum Beispiel die digitale Verwaltung oder auch das Thema E-Health, was ich jetzt gerade auf meiner USA-Reise mit mir rumgetragen habe. Ja, ich sage sogenannte digitale Bildung, weil ich mir durchaus bewusst bin, dass dieser Kurzbegriff unsere Vorstellung von Bildung nicht so richtig gerecht werden kann. Bildung besteht nicht aus Nullen und Einsen. Die ist ein umfassender und lebensbegleitender Prozess der Weltaneignung. Das ist ein schöner Begriff, den ich gerne verwende und hat ganz viel mit Beziehungen, mit sozialer Interaktion zu tun und kann natürlich infolgedessen niemals digital sein. Als Überschrift aber oder als Hashtag in den sozialen Medien hat sich der Begriff aber eingebürgert und der ist auch durchaus geeignet, dafür zu stehen, was wir eigentlich meinen, nämlich die Bildung für und in einer digitalisierten Welt, die doch auch weiterhin als Schlüssel zur Teilhabe gelten muss, Teilhabe eben an einer digitalisierten Welt. Ich habe es in meiner Einleitung schon angerissen, kaum ein Lebensbereich bleibt unberührt von dieser Digitalisierung. Sei es die Politik, wir verfolgen, Sie verfolgen die aktuellen Nachrichten, bilden uns eine Meinung und informieren uns im Internet, sei es in der Gesundheit, viele von uns vermessen sich inzwischen mit Fitness-Apps selbst, würden es auch ganz gerne dem Arzt mal näher bringen, wie fit wir sind oder wie unsere Fitnesskurve verläuft, wie eventuell auch, wenn man regelmäßig seinen Blutdruck messen will, man würde es gerne nicht auf Papier aufschreiben und dann zum Arzt fragen, man könnte es ihm vielleicht auch übermitteln. Oder auch in der Verwaltung, wir können online unsere Steuererklärung abgeben oder eine Rentenauskunft einholen. Gut, da endet die Liste auch schon, da könnte man ein bisschen mehr gehen, aber das kommt sicher noch. Dieser scheinbar technologische Wandel geht in seinen Auswirkungen aber weit über diese Alltagsbeispiele hinaus. Manche sprechen deshalb von einer digitalen Revolution, vor allem von der vierten industriellen Revolution, von Industrie 4.0, auch wenn dieser Begriff viel zu kurz greift, denn der Umbruch beschränkt sich nicht nur auf die Industrie, nicht mal in der Wirtschaft und eben auch nicht auf die Wirtschaft, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Und damit wird auch klar, digitale Kompetenzen werden auch in der Arbeitswelt immer wichtiger. Es besteht ein immens hoher Fachkräftebedarf, den die Digitalisierung nicht nur in der Industrie, sondern vor allem auch im Mittelstand und Handwerk, in der Verwaltung, in Schulen mit sich bringt. Wir brauchen nicht nur ein Mehrfaches der Fachkräfte für Informations- und Kommunikationstechnologie. Das liegt auf der Hand.
Wir müssen aber davon ausgehen, dass eigentlich alle Berufsfelder, die klassischen, die traditionellen Berufsfelder, sich wandeln werden und dass keines ohne eine zumindest grundständige IT-Bildung auskommt. Und für mich ist das wichtigste Argument für die Stärkung der Medienkompetenz und informatischen Grundbildung aber nicht der Fachkräftemangel, obwohl das natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung schon einen Flaschenhals darstellt. Ich finde aber für die wirtschaftliche, aber vor allem für die gesellschaftliche Entwicklung ist das größte Problem, müssen wir gut aufpassen und dem entgegensteuern, dass zu der sozialen Spaltung, die wir in unserer Gesellschaft ja bereits haben, nicht noch eine digitale Spaltung hinzukommt. Und zwar dann, wenn eben nicht alle Menschen einen gleich guten, technisch gleich guten Zugang zum Internet haben und zu den Chancen, die die Digitalisierung bietet, vor allem auch bietet, sondern vor allem auch die auf der Kompetenzseite, dass sie eben auch entsprechend souverän und selbstbestimmt daran teilhaben können. Der Digitalindex der Initiative D21 untersucht die digitalen Kompetenzen in der deutschen Bevölkerung. Und wenn man da sich die Entwicklung dieser Kompetenzen über die vergangenen Jahre anschaut, dann kann man Trends erkennen. Das schnelle Internet, der technische Zugang also, ist in Deutschland regional noch recht ungleich verteilt. Die einen treffen da bei 2 Millionen Wochen auf den Breitbandausbau der Bundesregierung, andere haben 150 oder 200 Mbit und können über das angestrebte Ziel von 50 Mbit eher nur lächeln. Aber es ist auf jeden Fall so, durch diesen Breitbandausbau, der ja mit den Ländern gemeinsam jetzt auch durchgeführt wird, werden die Nachteile ländlicher Regionen auf jeden Fall ausgeglichen werden. Nicht ausgeglichen, aber doch zumindest zurückgehen. Auch der Digital Gap zwischen den Generationen wird besser, wächst sich aus zu teilen, aber vor allem funktioniert auch der Intergenerationen-Dialog, wie man so schön sagt, Kinder und Enkel unterstützen ihre Eltern und Großeltern, beraten sie im Umgang mit diesem Internet. Der eine oder andere von Ihnen wird dazu sicher auch regelmäßig mit seinen Eltern telefonieren oder mit den Kindern, je nachdem, man kann auch mal Rat holen. Machen, finde ich, aber sollte uns, das ist ganz wichtig, das zeigen auch andere internationale Studien, wie beispielsweise der PISA-Test 2015 oder die ICILS-Studie, wachrütteln sollte uns, dass sich eine zentrale Problemlage unseres Bildungssystems fortsetzt, nämlich die soziale Herkunft, Einkommensverhältnisse und der Bildungshintergrund der Eltern entscheiden auch hier über Erfolg oder Misserfolg. Oder anders gesagt, Kinder und Jugendliche, die zu Hause die entsprechende Unterstützung haben, die profitieren vom Zugang zum Wissen dieser Welt und anderen Potenzialen des Internets und die, denen die Unterstützung fehlt, die haben das Nachsehen, die nutzen das Internet allenfalls als Unterhaltungsmaschine. Die haben keine guten Chancen, dann auch kompetent und souverän an der digitalen Gesellschaft teilzuhaben, denn dazu gehört eben mehr als diese Unterhaltungs- und Kommunikationsmaschine. Der Einfluss von sozialer Benachteiligung und geringem Bildungsstand auf die digitalen Kompetenzen, das ist leider dort herausgekommen bei dem Digitalkompass, der hat sogar noch zugenommen in den letzten Jahren. Deshalb sagt die deutsche Begleiterin der ICILS-Studie, die Professor Birgit Eichemann, wir sind dabei, einen nicht unerheblichen Teil unserer Jugend auf dem Weg in die Digitalisierung zu verlieren. Und das kann uns unter dem Aspekt von sozialer Gerechtigkeit natürlich nicht kalt lassen, aber auch volkswirtschaftlich ist das durchaus Wahnsinn. Wir brauchen also digitale Souveränität für alle, schon wieder so ein Kurzbegriff, damit meinen wir die Befähigung der Menschen, ihr Leben in einer digitalisierten Welt selbstbestimmt zu gestalten, im Arbeitsleben wie im Privatleben, die Chancen der Digitalisierung für sich zu nutzen und die Herausforderungen zu bewältigen, die an sie gestellt werden. Alle reden jetzt deshalb von dieser Medienkompetenz, aber was ist das überhaupt? Dazu gehört zum einen der kompetente Umgang mit Medien, aber auch mit Informationen und Daten. Das alles sollte eine Rolle spielen und überall gehört das kreative Selbstgestalten von Medien, Informationen und der Austausch dazu mit dabei. Wichtige Grundlage für alles ist, und das muss ich als Informatikerin so sagen, eine gute informatische Grundbildung. Dabei geht es um entschieden mehr als Programmieren. Informatik ist im Kern pure Problemlösekompetenz durch Logik. Und damit auch das Verständnis für die Logik von Algorithmen, Computational Thinking. Es ist aber auch wichtig, die technischen und die rechtlichen Aspekte des Netzes zu verstehen und die der Datennutzung. Damit, wie unsere Bundeskanzlerin so schön formuliert hat, die Deutschen ihre Daten Angst verlieren, möchte auch gerne, dass sie nicht ihre informationelle Selbstbestimmung auf dem Weg dahin verlieren. Irgendwo müssen wir da einen gemeinsamen Weg finden. Ich glaube, der funktioniert auch. Jetzt habe ich bisher über die Bildung für eine digitalisierte Welt gesprochen, also die Frage,
was kann eigentlich die Bildung, was muss die Bildung beitragen, damit wir teilhaben können, damit die Digitalisierung gelingt. Für mich ist aber die andere Seite der Medaille noch eine viel wichtigere. Da geht es nicht darum, was Bildung für das Gelingen der Digitalisierung tun muss, sondern umgekehrt, was kann die Digitalisierung eigentlich beitragen, damit Bildung besser gelingt. Können digital gestützte Lernprozesse, digitale Lernmaterialien womöglich bessere Antworten, zum Beispiel auf die Verschiedenheit der Lehrenden und der Lernenden geben? Der digitale Wandel wirkt nicht nach meiner Wahrnehmung nicht so sehr durch die Technologie, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, wenn Sie Klassenzimmer mal gesehen haben, in denen so ein Smartboard hängt. Da hat sich der Unterricht noch nicht wirklich verändert, alleine nur durch die Technologie. Sondern es ist eigentlich ein Kulturwandel. Leben und Arbeiten werden sich durch den Zugang zum Wissen dieser Welt und durch die grenzenlose Vernetzung, die Kommunikation, durch Transparenz und Offenheit wirklich stark verändern und vieles wird auf den Kopf gestellt werden. Und da kann ja unsere Lehr- und Lernkultur nicht unberührt davon bleiben. Das Sicherste an diesem digitalen Wandel ist seine Stetigkeit. Er hört nicht auf. Alles bleibt anders. Und was wir deshalb am allermeisten brauchen, ist die Fähigkeit und die Lust zum steten Lernen. Das heißt, anders als bisher, das ist jetzt ein bisschen böse, anders als bisher dürfen wir Schülerinnen und Schüler in der Schule die Lust am Lernen nicht mehr austreiben, sondern wir müssen ihnen Lust auf mehr machen. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Aber auch Mut zur Veränderung und die Sicherheit, sich diese Veränderung zu bewältigen. Das heißt auch so eine Fehlerkultur, so ein Lernen an Fehlern und so eine Lust an Fehlern, an sich ausprobieren, angstfrei ausprobieren. Das sind, glaube ich, auch ganz wichtige Ansätze. Der Umgang mit der Diversität, Inklusion, der Ausgleich von Nachteilen des Sozialen, des Bildungshintergrunds, das sind ja alles schon Aufgaben, denen sich unsere Bildungseinrichtungen heute schon jeden Tag stellen müssen. Und jetzt haben wir noch nicht über die Flüchtlingskinder gesprochen, die jetzt jeden Tag ohne Sprachkenntnisse und oft traumatisiert auch in den Bedingungen ihrer Flucht an die Schulen kommen. Und deshalb ist es wichtig für mich zu wissen und deutlich zu machen, digitale Bildung ist nicht ein zusätzliches Problem, das die Schulen jetzt auch noch lösen sollen, sondern es ist vielmehr Teil der Lösung dieser Probleme, bestehender Herausforderungen. Weil digitale Medien individuelle Zugänge, das Anpassen von Lehr- und Lernmaterialien erleichtern, sie eröffnen individuelle Lernwege und sie stellen damit den einzelnen Lernenden in den Mittelpunkt und bringen ihn oder sie auch in die aktive Rolle, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ein Stück weit auch in Verantwortung für den eigenen Bildungsprozess. Gerade im Bereich Integration sind in den letzten Monaten viele Angebote entstanden, von der App Ankommen des BAMF, des Goethe-Instituts und der Bundesregierung haben sich vielleicht. Das Bildungssystem muss uns also fit machen, dass die Digitalisierung gelingt. Die Digitalisierung kann auf der anderen Seite einiges zum Gelingen der Bildung beitragen. Hat das alles mit Politik zu tun? Das ist unsere Rolle in diesem Spiel. Politik, sagt man, beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und da müssen wir feststellen, dass die Bildungspolitik diese Zukunftsfrage, diese Gegenwartsfrage eigentlich noch ein bisschen verschlafen hat. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Lehrkräfte, das weiß ich sehr gut, weil ich mit denen gut vernetzt bin, wie man ja hier schon gehört hat. Und auch ganze Schulen, die da schon sehr aufgeregt unterwegs sind, aber in der Fläche, im System, systemisch, ist es eben noch nicht ganz so weit. Nicht von ungefähr gilt unser föderal organisiertes Schulwesen mit seinen kommunalen Trägern, den 16 für die jeweilige Schulpolitik verantwortlichen Bundesländern und einer gerne ambitionierten, aber zahnlosen Bundespolitik als eher schwer bewegt. Jetzt werden wir aber den Föderalismus nicht abschaffen, um endlich in der digitalen Bildung weiterzukommen. Das wäre das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir werden wahrscheinlich uns damit arrangieren müssen, wie die Bildungspolitik, die Politik in Deutschland organisiert ist. Aber um es kurz zu machen, es gibt ja noch einiges zu tun. Die deutschen 12- bis 14-Jährigen schneiden in ihren computer- und informationsbezogenen Kompetenzen im unteren Mittelfeld ab. Beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist Deutschland sogar schlusslicht. Das ist die ICILS-Studie. Die habe ich eingangs schon mal erwähnt. Danach nutzen gerade mal 24% der deutschen Schüler einmal wöchentlich im Unterricht einen Computer mit Internetzugang. Ein Ergebnis, das uns im unteren Fünftel des Rankings platziert und signifikant unter dem internationalen Durchschnitt. Wie oft setzen Lehrkräfte Computer oder andere digitale Endgeräte im Unterricht ein? Im internationalen Vergleich liegen wir auch hier ziemlich zurück. Nur knapp 9% der befragten Lehrkräfte nutzen täglich digitale Medien in ihrem Unterricht. In anderen europäischen Ländern, etwa in Dänemark, ist es
für 40% Unterrichtsalltag, die EU-weit knapp ein Drittel der Länder. Wie Sie sehen, decken sich diese Ergebnisse mit denen in der Schülerinnenbefragung. In Deutschland findet der Einsatz digitaler Medien im Unterricht noch kaum statt. Allgemein schneiden die deutschen 40-Jährigen mit ihren Computern informationsbezogenen Kompetenzen im Mittelfeld ab. Fast die Hälfte von ihnen sind damit laut ICIMS-Studie in der Lage, das wären dann diese sogenannten Kompetenzen, unter Anleitung Dokumente zu bearbeiten und einfache Informationsprodukte zu erstellen. Ich weiß nicht, ob das schon Medienkompetenz ist, aber das ist das, was untersucht wurde, und da sind wir schon nicht wirklich herausragend. Erschreckend ist aber, finde ich vor allem, und das ist das, was Professor Eichelmann meint, 30% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland verfügen lediglich über rudimentäre Fähigkeiten im kompetenten Umgang mit den neuen Technologien, mit digitalen Informationen. Das ist dieser nicht unerhebliche Teil der Schüler, den wir abnehmen. Der Status quo im Bereich der digitalen Bildung ist also in Deutschland keineswegs zufriedenstellend. Wir haben einen großen Nachholbedarf an der Stelle. Was muss getan werden, um die digitale Bildung in Deutschland voranzubringen? Welche Voraussetzungen müssen wir gegebenenfalls auch durch die Politik schaffen? Welche Unterstützung müssen wir geben? Gerade die Politik hat hier noch einige Hausaufgaben zu machen, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Bundesregierung hat sich das Thema in ihrer digitalen Agenda auf die Fahnen geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie von diesem Hausaufgaben wirklich schon gehört haben. Der Breitbandausbau steht auch drin. Der Bundestag hat im letzten Jahr einen Antrag verabschiedet, auch auf meine Initiative hin, der diese Hausaufgabe konkretisiert. Dort steht, man wolle gemeinsam mit den Ländern eine Strategie digitales Lernen erarbeiten. Ich habe noch konkret außer in unserem Antrag noch nichts davon gelesen oder gehört, aber es wird jetzt sicher vorangehen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die KMK eine Lenkungsgruppe eingerichtet hat, Bildung in der digitalen Welt, die bis zum Herbst dieses Jahres eine handlungsorientierte Strategie erarbeiten soll. Beim nationalen IT-Gipfel, das ist eine Einrichtung des Bundes, ist die digitale Bildung eines der Schwerpunktthemen in diesem Jahr. Viele Bundesländer haben sich im Bildungsbereich auf den Weg gemacht. Ins digitale Zeitalter wäre der neue Bildungsplan in Baden-Württemberg zu nennen, dem ich nahe bin, weil ich auch daran mitgewirkt habe. Das Landeskonzept Medienkompetenz wäre Niedersachsen, Bildung 4.0 in Nordrhein-Westfalen, was also eine kleine Konferenzveranstaltung zur heutigen Konferenz hier bei Ihnen ist, oder der neue Rahmenplan in Berlin und Brandenburg. Die Länder sind da schon unterwegs. Man könnte fast sagen, fast denken, dieses Jahr wird das Jahr der digitalen Bildung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Lust bekommen, wenn ich Ihnen auch Lust habe machen können, dazu beizutragen an Ihren eigenen einzelnen Schulen. Ich war vorher im Workshop mit Schulträgern, die dort auf dem richtigen Weg sind. Ansonsten sitzen, glaube ich, auch Lehrkräfte hier und Verantwortliche in Schulen. Es wäre schön, wenn ich Lust hätte machen können. Die Politik jedenfalls muss sich um Rahmenbedingungen kümmern, die die Bildungseinrichtungen brauchen, um ihrer wichtigen Aufgabe einer Bildung in und für eine digitalisierte Welt gerecht zu werden. Die wichtigsten Voraussetzungen, die will ich gerne ein bisschen konkreter beschreiben, ist auch natürlich eine reibungslos funktionierende, wartungsarme IT-Infrastruktur. Das fehlt sicher nach aller Orten. Und das, was vor Ort vorhanden ist, das ist erstens historisch gewachsen, wie man so sagt. Also nicht unbedingt strukturiert und mit einer guten Architektur. Das ist, auf der anderen Seite wird es aber dann von den Lehrkräften administriert und gewartet. So würde kein Betrieb arbeiten, der eine dreistellige Zahl von Benutzern im System hat. Das ist schon ein ziemlicher Schritt. Darunter müssen die Länder, müssen vor allem auch die Kommunen, die Schulen und andere Bildungseinrichtungen unterstützen. Ich habe in den Workshops, die ich vorher besucht habe, zur Medienentwicklung, Medienentwicklungspläne aus kommunaler Hand, da Kogi wieder dazu gehört. Zweitens müssen wir über die praktischen und die mediendidaktischen Kompetenzen der Lehrkräfte vor Ort an den Schulen regeln. Was da vorhanden ist, das haben sich die Lehrkräfte vielfach auch selbst angeeignet, weil die Angebote in der Ausbildung und vor allem auch in der Fortbildung fehlen. Das muss strukturell gefördert werden, schon in der Ausbildung, wie gesagt, in der ersten und zweiten Phase, aber vor allem auch in der Fortbildung. Die Angebote dafür müssen auch passgenau sein, die müssen niederschwellig sein, die müssen zum jeweiligen Medienentwicklungskonzept, Medienbildungskonzept der Schule passen. Deswegen empfehle ich auch immer, die Fortbildung in die Schule zu holen und dort passend zu machen und nicht einen wegzuschicken, der dann zurück ins Kollegium kommt und multiplikat sein soll. Das wird man nicht in 3 Tagen. Ja, das ist leider so. Im Übrigen hat die KMK schon 1998, muss man sich jetzt ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, einstimmig beschlossen,
als mediendidaktische Inhalte verpflichtend in die Lehrerausbildung eingeführt werden sollen. Das ist jetzt 17 Jahre her, da kann ich ja in der ersten Reihe machen, ein bisschen. Ich muss leider sagen, das ist in keinem Bundesland bisher, nicht in einem von den 16 umgesetzt worden. Die Kultusminister haben halt auch keinen Durchgriff auf die Studienordnung der Universitäten. Das ist schade, es macht aber deutlich, digitale Bildung hängt nicht nur von den Rahmenbedingungen ab, die die Politik in die Hand nehmen kann, an manchen Stellen sich auch andere Mitverantwortung. Drittens müssen wir über die Verfügbarkeit von guten digitalen Lehr- und Lernmaterialien reden. Aus meiner Sicht am besten so lizenziert, dass die Lehrenden, aber auch die Lernenden selbst über die Materialien frei verfügen können, dass sie sie austauschen können, verändern, remixen, sogenannte Open Educational Resources oder auch OER. Viele Veranstaltungen wie die EDUCAMPS, Digital Education Days oder der EdChat, wer ihn noch nicht kennt, ein Twitter-Chat zu Themen rund um die digitale Bildung, der jeden Dienstag stattfindet. Ich kann Ihnen allen nur raten, nutzen Sie diese tollen Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Diese positiven Beispiele zeigen jedenfalls ganz deutlich, wie ich ja auch schon gesagt habe, es gibt eine ganz große und immer weiter wachsende Zahl großartiger Lehrkräfte, großartiger Schulen, wo einzelne innovative Ansätze zur Medienbildung zu finden sind oder welche, wo sich sogar die Institution schon weiterentwickelt hat. Damit solche Beispiele Schulen machen können, brauchen Bildungseinrichtungen, das habe ich vorher auch nochmal deutlich gemacht in dem Workshop, neben den anderen Faktoren, die ich angeführt habe, brauchen Schulen Unterstützung im Change Management. Denn das ist nicht unterliegt nicht in der Fachlichkeit von Lehrkräften, das muss man einfach sagen. Die brauchen Zeit, die brauchen Motivation, die brauchen Unterstützung, sich auf diesen Weg zu machen und eben ihn auch mit Erfolg auf die Schiene zu bringen. In der Umsetzung ist jeder der digitale Wandel, das sagte ich auch schon, nicht nur eine Frage der technischen Ausstattung, sondern vor allem eben ein Prozess der Schulentwicklung. Am liebsten als Prozess, an dem die ganze Schulgemeinde als Ganzes auch beteiligt ist, und vor allem natürlich hier auch die Lernenden, die Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, die sich nicht nur in ihrer Kompetenz als Eltern einbringen können, sondern möglicherweise auch die eine oder andere professionelle Kompetenz mitbringen. Manche haben sowas aus dem Berufsalltag. Da gibt es außerschulische Partner, es gibt vielleicht Firmen, die in der Nähe der Schule sind, die mit unterstützen können und die nicht unbedingt immer nur im Kopf haben, Einfluss zu nehmen, sondern die möglicherweise auch tatsächlich eine gute Unterstützung bieten können. Ich finde hierfür genau die notwendigen Anreize und Mittelstellungen zu schaffen, ist auch eine weitere wichtige Aufgabe für uns in der Politik. Wenn ich mir jetzt wünschen dürfte, was Sie aus meiner längeren Rede mitnehmen, und dann würde ich jetzt gerne ins Gespräch kommen auch, dann wäre das ganz kurz und knapp. Die Bekräftigung oder die Sicherheit, dass die Digitalisierung, der digitale Wandel, dass die da sind und wir, kurz gesagt, das Internet geht nicht mehr weg, dass wir mittendrin stehen und uns dieser Realität also stellen müssen, dass digitale Bildung zwei wichtige Dimensionen hat, nämlich, dass sie einerseits der Schlüssel zur Teilhabe der digitalisierten Welt ist, dass er andererseits aber auch die Digitalisierung, die digitalen Angebote eben auch Lösungen, Chancen bieten, die Lernkultur positiv zu verändern und dem einzelnen Schüler auch besser gerecht zu werden. Und ich hoffe, das wäre mir am allerwichtigsten, ich könnte Ihnen ein bisschen Mut machen, sich auf den Weg zu machen in diese Digitalisierung, sich den spannenden Herausforderungen zu stellen und diesen Wandel mitzugestalten, weil der wird nur gut, wenn der nicht durch Maschinen und durch große Global Players gestaltet wird, sondern durch uns, durch die Menschen. Und damit möchte ich Schluss machen. Vielen Dank. Thank you.